Willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Im letzten Part haben wir die erste Kammer endlich mal platt gekriegt. Jetzt haben wir noch ein bisschen was vorbereitet gehabt, um hier den Morph, dass der uns nicht zu sehr zusetzt. Leider konnten wir aber unseren kurzen hier, unseren Nils, nicht in Sicherheit bringen. Ja, mal gucken, was draus wird. Geht auf Nils, 16 Schaden, ausgewichen, ist in Ordnung. Aha. Rendern, Morph. Tat das jetzt ernsthaft Not, pennt. Du könntest von Renault, ne, Erk, Erk, zieh du mal vor. Du wirst hier wahrscheinlich am besten die besten Chancen haben mit 13 Crit-Chance. Ja, ein bisschen wenig. 8, da sind die 13 doch schon stärker. Wie weit kommt ihr eigentlich? Pens, du kannst wahrscheinlich auch noch nicht wirklich Vollgas geben, oder? Ja, doch, könntest du schon, aber dafür müsste Sera jetzt nochmal vor. Die Schmiede einsetzen. Ich möchte nämlich nicht, dass du dein Elfenlicht jetzt komplett verlierst. Pennt, der pennt zwar nicht. Und nichtsdestotrotz. Warte mal. Der pennt reicht so oder so aus. Das Elfenlicht wären 2×8. Das wären 22 Schaden. Wenn ich aber den richtigen Tanz einsetze, könnte er das vielleicht sogar machen. Mit Filias Macht. Oder Thors Zorn. Nee, Filias Macht nehmen wir dafür. Damit kriegt Nils noch ein Level ab. Level 12. Herr Nils weicht sowieso fast allem aus, deswegen. Der passt. 21 würden zweimal ganz locker reichen. 18 reichen auch die zweimal. Ja, dann bleiben wir auch dabei. Dann haben wir das Gewitter ausgeschaltet. Steht da eigentlich jetzt relativ gut. Kenneth, der kann natürlich angreifen und er auch. Dann möchte ich gerne Pent noch in der Nähe haben. Und die restlichen Einheiten können wieder vorziehen. Unsere drei Hauptfigürchen bleiben natürlich zusammen. Soweit es geht. Nein, dich hätte ich gern hier. Karel, du ziehst auch hier hoch. Jafar, unser Lieblingsmonster. Renault, auch hier rüber, dann bist du nicht in kompletter Heilreichweite. Mmh, 17 Schaden von Luce. Das hält. Wow, vorbei, schön. Dann kommt jetzt das Elfenlicht, was nicht im Ansatz so viel Schaden macht, wie ich gerne hätte. Phantom 22, das hält Erk aber aus. Da sind 19 Schaden, kommt das zweimal? Ja. Dann hat er wenigstens noch einen gefinisht. Ist vollkommen in Ordnung. Level up für Erk. Ja, du bist wirklich weise, mein Weiser.
Quantum erhalten. Wofür? Was soll das? Wir werden eingekesselt. Darin und noch ein Morph. Brendan. Kann ich dich anquatschen? Nein, mit dir nicht. Es ist immer möglich, dass man diese Viecher anquatschen kann. Eliwood. Auch nicht. Hector? Auch nicht. Gut, was habe ich auch anderes erwartet? Silberbogen wären 30, 21 würden wir kassieren. Ist mir ehrlich gesagt eigentlich zu viel. Ja, und du kommst mir auch zu weit. Also müssen wir dich auf jeden Fall aus dem Weg räumen. Du kannst auch mit dem... Ja, du kannst eigentlich gar nichts mehr wirklich reißen. Kannst du eben dann hier ordentlich behaken. Ja, mit Elf nicht unbedingt. Arthos. Arthos, kannst du das ordentlich machen? Mit Fegefeuer 27, Reischnash, Aurela, auch nicht. Ihr seid mir auch zu stark. Du kommst an Darin ran, mal gucken. Nein. Trotzdem kann Eliwood doch wahrscheinlich... 10, 20, 34 könnte er kassieren. Hector, wie viel kannst du denn an Schaden machen? So definitiv nichts. Ja, das wären 26. Sieht auf jeden Fall schon besser aus mit dem Krieger. Wolfsbeil. Zwingaxt. Ah. Das gefällt mir alles nicht. Kannst du ihn wegkritten? 11 bei 44 Chance. 37. Ich könnte Jafar jetzt natürlich noch die Crit-Chance erhöhen. Silberbogen. Reicht vorne und hinten nicht hier. Da oben kannst du wenigstens gut vorschwächen. Mit 30 Schaden. Und Pent kann dann den Rest übernehmen. Wenn kein Crit kommt. Kann Pent wirklich den Rest übernehmen? 30. Bleiben 14 übrig. Pent, kannst du 14 Schaden ausrichten? Ja, kassierst aber nochmal 18. Bleiben 10 übrig. Dann haben wir aber immer noch Renault. Okay, machen wir. Luis hätte auch mal kritten dürfen. So, das berühmte zweite Mal. Aber nein, selbstverständlich nicht. Was habe ich auch erwartet? Angriff, Göttlichkeit. Och, geht nur aus Entfernung. Das ist was bringt. Ach, warum Göttlichkeit? Ist ja auch sowieso der falsche Charakter. Pent. Elfenlicht. Acht, zweimal. Reicht. Ja, ja. So, der ist auch weg. Der Luce. Luce besiegt, Luce erhalten. Jetzt muss ich trotzdem noch Brendan irgendwie wegkriegen. Das 5 sind 10,
im besten Fall 30. Sie soll es ausprobieren. Jawohl, 15. 20. Ist okay. Kann ich mit leben. Elliot. Rapier. Solange noch nicht getroffen wird, ist alles im grünen Bereich eigentlich. Durandal. 27. Da sind wir bei 24 und 23 Crit-Chance. Ja, da ist das Rapier eigentlich besser geeignet. Das ist das Rapier deutlich besser geeignet. Und Randa. Ja, musste der jetzt auch noch treffen. Und weggecrittet. Danke, Elliwood. Und Level up. Das ist jetzt alles verdammt risky, was wir hier runterspielen. Und eine Axt erhalten. Was hat die Axt nur für erfahrene Einheiten? Wisst ihr was? Dafür kommt jetzt die Stahllanze weg. Ja, einzigste Lanze, aber ist mir egal. Hector. Zwingaxt 25 zweimal reicht. Damit haben wir da auch aufgeräumt. Holla die Waldfee und Level up für Hector. Level 11. So weit, so gut. Da ist aufgeräumt. Wie weit kommt ihr? Darin kommt nicht weit genug, du kommst auch nicht weit genug. Das passt mir wunderbar in den Kram. Renaud. Oder Renaud. Stab. Stärkung, ja. Und hat. Ja, ein bisschen was aufgefüllt. Hier oben. Ja, ist in Ordnung. Das passt so, das gefällt mir. Das können wir so stehen lassen. Warten, Ende. Mal gucken, was jetzt passiert. Ziehen vor. Wen haben wir hier unten? Ursula und Germ. Muss uns der jetzt was sagen? Darin. Den hätte ich jetzt gerne down. Rapier. Reicht nicht. Rex hast du. Eine Lanze. Auf jeden Fall eine Aufgabe für Hector. Ja, ist eine Aufgabe für Hector. Da machen wir nichts gegen. Lindes. Habt ihr eigentlich? Excalibur und ein Runenschwert. Wie weit kommt ihr? Na, du kommst an Lindes ran, das möchte ich aber nicht. Meisterbogen, kannst noch niemals vorschwächen, ist ja schlimm. Du wartest da trotzdem jetzt. Elliwood, du ziehst hier rüber. Kommt ihr an niemanden mehr ran, ne? Gut. Dann kann ich jetzt nämlich Hector betanzen. Der gegen Lanzen einen kleinen Vorteil genießt. Reicht die Zwingaxt? Nein, warum ist Rex Huckster stärker? Da, die Axt ist stark genug. Die Wolfsaxt, die Kriegeraxt. Ah, zu schnell gedrückt. Schande. Und natürlich viel zu wenig Schaden. Ja, wir haben genug Schaden gekriegt. Ah. Und die Kriegeraxt zerbrach.
erwarte nichts anderes mehr. Aber euch kann ich wieder runterschicken. Du kannst doch mit Excalibur auch da angreifen. Ne? Renault, was machst du an Schaden mit deiner Göttlichkeit? Nichts. Okay, Athos. Nein, beweg dich mal. 19. 10 kriegst du reingedrückt. Auch 19, da kriegst du aber 14 reingedrückt. Nee, wenn, dann möchte ich nur 10 reingedrückt kriegen. Damit haben wir nämlich einen klaren Vorteil. Und ich glaube nicht, dass wir Ursula auf unsere Seite kriegen. Ja, ja, das war Excalibur. Ich will euch trotzdem hier runterziehen. Errak. Auch du kommst hier weiter runter. Warten, was hattest du nochmal für Stäbe jetzt mit? Ich glaube nur noch Heilstäbe, ne? Ja, Pflege und Erholung. Ja, mit Rex Huckstar kommst du auch nicht an den Wolfsball vorbei. Darin, mein Gutster. Und nochmal 19 Schaden, bleiben noch 10 übrig. Wenn es kein Crit wird. Wir bleiben 10. Was soll das denn jetzt? Lloyd und Linus, die waren doch auch von dem Blackfang. Hector Wolfsbeil tut es immer noch nicht so, wie ich gerne hätte. Wenn du die 22 reingedrückt kriegst, haben wir ein Problem. Ja, du kannst fast alles angreifen. Blindes, nee. Ach, probier's einfach mal. Warten. Spielen. Das ist für uns ein Unbekannter. Zumindest für mich. Deswegen einfach mal probieren anzuquatschen. Nee, anquatschen geht nicht. Und 9 Schaden rausdrücken ist auch zu wenig. 24 passt da schon eher in Kram rein. Jaffa. Schnitzer. Das würde eigentlich auch recht schön sein. Wisst ihr was? No Risk und so. Ihr kennt das Spiel ja. Okay, das war ein Crit. Wenn Jaffa jetzt noch einen macht, dann ist er wirklich Imba. Ah, er hat die Imbanis nicht mit Löffeln gefressen. Pflege. Wenn Ellie Wood schon angreift, dann soll er auch mit voller HP angreifen. Wenn wir ihn schon hier abziehen. Für ein Himmelsfahrtkommando. Duranda, 24, 99% Trefferchance und wahrscheinlich ein Crit, war so oder so getroffen. Grins. Als würden die sich alle bedanken wollen von wegen, hey, jetzt bin ich endlich Nergal los. Ach, Ursula, du kannst doch auch sterben gehen, Remote oder Pent. Damit wird
Fähigkeit was ausrichten. 5, nein. Erk, unser kleines Mini-Monster. 13, ja, das sieht doch nach was aus. Das sieht deutlich nach was aus. Mit Elfenlicht aber wahrscheinlich nur 10, ja. Ja, trotzdem. Vor Rex-Haster brauchen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Hector greift an, Wolfsaxt, und die reicht. Auch er grinst und ist zufrieden mit uns. Rex-Haster. Lindes, kannst du jetzt da mit dem Soul oder Money Cut hier richtig reinhauen? 19, 2 mal, Money Cut, 14, 44, Soul Cut, 49. Ich bleib mit dem Soul Cut ausgerüstet da einfach stehen. Aufschwitzt, so. Und warten. Mit dem Soul Cutty sind wir eigentlich recht gut bedient. Arthos, Fegefeuer sollte doch wohl reichen. Da brauchen wir nicht das Legendäre ziehen. Mach weg die Ursulada. Ab ins Fegefeuer mit dir. Ja, auch sie geht schlafen. Du erhältst Excalibur. Ja, ja, und jetzt hier Lloyd und Linus. Und dann haben wir hier unten die Räume fertig, hier die Räume fertig, da die Räume fertig. Und dann kommt noch irgendwas hier oben. So von wegen besiegen Nergal und so. Möchte mir nicht gefallen. Wisst ihr was, ich beende den Zug hier. Und dann sehen wir im nächsten Part, was verbirgt sich da hinter der Tür. Kriegen wir die beiden jetzt auch noch ohne Verluste down, Lloyd und Linus. Ihre Schwester haben wir ja schon verloren. Und zwar vor langer, langer Zeit gegen Lim Stella. Ja, nicht Lim Stella, sondern noch er. Der Morph, wird er Lindes massakrieren oder wird Lindes ihn massakrieren? Oder müssen wir uns was Neues einfallen lassen? Ich weiß es nicht. So spannend hier. Seid auch wieder beim nächsten Part dabei, wenn es heißt Let's Play Fire Emblem. Bis dann, ciao.